ihn einfach nicht, Alter. Ich bin voll badass. Ich mach einfach auch so ein schönes Häuschen, aber mit so einem schönen Dach auch wieder. Geilen Stein. Ja, okay. Ich werd. Meine Anfänge, ja. So darf ich das. Ich sag ja nichts. Halt die Fresse, Mann! Kritisier mich nicht! Junge, wenn ich hier runterfalle, bin ich tot. So hoch ist das, Alter. Probier's doch einfach mal aus. Du kannst ein Achievement freischalten, ne? Wenn du aus einer guten Höhe fliegst, aber es überlebst, dann kriegst du ein Achievement für. Wir können aber jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass links der Dungeon von uns ist. Das können wir schon mal feststellen. Nach wie vielen Minuten auch immer. So. Boah, ist hier Wasser in dem Dschungel. Das fuckt so ab, ey. Oh ja. Und die Piranhas, Mann. Seit wann sind Piranhas in dem Dschungel? Das macht alles keinen Sinn. Klar. Nein, Sven. In meiner Welt nicht. In meiner Welt gibt's sowas nicht. Ich hab's nicht. Ha, ich hab's doch geschafft. Überall noch Geld von Sven am rumliegen. Mann, 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 muss man immer hinter dem aufräumen, ey. Dies als Geschenk. So ein Mongo! Mann. Ach, hier ist eine Kiste. Hat natürlich Sven alles gelootet, ne? Läuft bei dem. Spaß, die Mann, Alter. Fuck der mich wieder ab, ey. Ja, so kann das passieren, Sven, im Leben. Da hast du einfach irgendwann keine Wände mehr. Spaß, Alter. Hör du doch dein Maul, Mann! Mir ist langweilig, Sven. Erzähl mal was Lustiges. Erik ist cool. Ja, der war geil. Na, jetzt mal ernsthaft, komm. Hau mal einen raus. Erik ist nicht cool. Der ist ja auch geil. Ja. Ich war halt mal so lustig. Oh, noch eine Corruption? Warum sagst du das denn nicht, Sven? Hä, hab ich doch. Hast du gar nicht. Wohl. Ach komm. Sven ist wieder so hart am Lügen. Ich hasse das, ne, bei dem Jungen. Aminagui. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Boah, ich liebe diese Mucke. LOL. Eine Wüste, die von der Corruption verseucht ist. Wie geil ist das denn bitte? Auch gesagt. Gar nicht. Ich hab's nicht gehört, das ist in der Aufnahme, Sven. Das ist in der Aufnahme, wie ich's nicht gehört habe. Ich hab dich ja für eine kurze Zeit gemutet. Genau da, wo du diesen Satz gesagt hast, habe ich dich gemutet. Boah, ey, mein Gott, die Corruption ist aber groß. Hast du's auch gesagt? Ja. Nein, hast du nicht. Ich sag ja, ich hab dich gemutet. Sven checkt's einfach nicht, Mann. So ein Mongo. Ich find's lustig. Sven, das ist nicht nett. Sven, das ist nicht nett. Sven? Sven? Das ist einfach so voll wild. Ich wein gleich wieder. So. Oh, ich bin am Ende der Welt. Ich wusste, dass der Meteor nicht hier ist. War ja klar, weil es der Sven-Seite ist, ne? Wo er immer lang gelaufen ist. Bei ihm kommt ja nur Scheiße rum. Naja. Ey, du hast den Angler verpasst, Mann. Der war da nicht. Doch, der ist hier. Sleeping Angler. So. Bei den kannst du Quests erfüllen. So. Der wohnt jetzt bei uns. Was ist das denn? Ich komm zurück, Sven. Ich hatte hier so einen fetten Turm. Ich glaube, da muss ich ein paar Bomben reinlegen. Damit es ein bisschen schöner aussieht. So ein paar Krater tun dir gut, ne, Sven? Bomb PvP, ich zieh dich. Okay. Ich freue mich heute Abend auf Windows 10, das wird so geil. Oh yeah! Übrigens, die haben ja auch einen neuen Webbrowser gemacht, ne? Der heißt ja jetzt nicht mehr Windows Explorer, sondern Windows Edge. Und der soll ziemlich geil sein und ziemlich schnell und ziemlich neu. Hat jedenfalls mein Bro gesagt, dass er ziemlich gut sein soll. Ja, Testvideos haben die auch gezeigt, dass er gut sein soll. Wo ist der fette Turm? Ah, alles klar, ignoriere mich einfach. Ist okay. Weißt du, Leute, mit so einem Typen müsst ihr aufnehmen. Der ignoriert euch einfach. Egal, was ihr sagt, Mann. Okay, nicht nur er. Meine ganzen Freunde ignorieren mich. Ich verstehe das nicht. Ich fange irgendwas an, die unterbrechen mich und das war's. Was ist das, Mann? Was ist das für eine Freundschaft? Ist doch kacke.
Ja. Siehst du, der ignoriert mich immer noch. Den juckt's einfach nicht. Den juckt's nicht. Egal. Jetzt so. Aber wahrscheinlich interessiert das euch auch nicht, oder? Verdammt. Nein. Ah, okay. Ich bin jetzt ein richtiger YouTuber. Ich bin jetzt ein richtiger YouTuber. Das haben wir heute nochmal gegeben. Das war richtig geil, Alter. Oh Gott. Ja, mit diesem Video habe ich dich infiziert. Ja. Fuck, ich bin jetzt ein richtiger YouTuber. Oder mit einem Satz so. Also, oh, das kommt von einem Cut. Ja, tut mir leid, ich bin noch nicht lange richtiger YouTuber. Denke mir so, what the fuck, ey. Das war richtig geil. Und dann macht er nochmal so. Oh, der Ort hat sich gar nicht verändert. Da wird der Banal. So für die ja. Voll geil. Lol, Sven kommt an. Schneller! Schneller! Nein! Ich werde dich aufhalten. Oh, ich kann ja den Dings, Meteorigia jetzt auch abbauen. Nein, Mensch. Kannst du nicht. Ich wollte. Kannst du nicht. Außerdem wollte ich den selber abbauen, Mann. Ich dachte, du wolltest ein Haus bauen. Oder bist du schon fertig? Wenn ja, dann ist ja, cool. Ich muss noch einrichten. Na, dann geh einrichten. Verpiss dich, Mann. Das ist mein Meteorit. Ich mach die ganze Drecksarbeit. Du larfst dich an. Ja, du lässt mich ja die Drecksarbeit nicht machen. Ich mach das jetzt! Pass du nein, auf! Ich. Lass die Monster mich nicht hören. Mit Drecksarbeit meine ich, ich mach den ganzen Scheiß. Wenn du mich aber Scheiß machen lassen würdest, dann würde ich ihn auch machen! Nein! Ich will aber nicht, verpiss dich da! Ich hab den Meteorit eh vor dir. Ich weiß, aber ob du es schaffst, ihn abzubauen vor mir, ist eine andere Sache. Na, wenn ich hab vor dir ich. Ja, genau. Das schaffst du, Sven. Genau wie du einen Satz zustande bringen kannst. Das schaffst du auch. My mom's hell's am special. Hab ihn. Geil, dann ist er ja nicht so weit. Na, nee, hab ihn nicht. Okay, das ist auch gut. Trottel, glaubt ihr das? Kann auch sein. Egal, ich weiß doch eh, dass du den irgendwann hast, wenn du doch eh so oder so stehen bleibst. Wenn ich einfach Hermes-Stiefel hab, ja, dann zeig ich dir, du Nutte. Mir eh nicht. Doch, ich hab. Oh, Kiste. Ich hab eine Rüstung, die mich schneller macht, also bin ich einen Ticken schneller als du. Loot! Oh, ich hab eine Flosse gefunden. Haiflosse? Nein, eine Flosse, damit kann ich schwimmen. Ach so. Aua! Ich dachte, eine Haiflosse. Oh, was ist das? Sandslime? Cool, was ist das denn bitte? Den. Oh, lol, wir sind jetzt in einer Wüste. In meiner Wüste, die beäckert, ey. Ja, sind wir. Boah, weißt du, was du einfach schaffst, dran zu bleiben, ey. Nee, ich muss mich jetzt mal über dieses Teil jetzt rüberbauen. Ja, du hast so einen Hook. Ja, aber ich hab keinen Bock nochmal. Hatte ich auch davor, da bin ich aber runtergefallen. Ja, kacke. Sternschnuppe! Die können ja nichts, die Gegner mit dem Jojo. Boah, was ist das für ein Baum? Was ist denn für ein Baum? Ach so, wenn du nach unten gehst, kann da eine Kiste sein mit Loot, wenn es nach unten geht. Ja. Dann guck mal, da muss irgendwo ein Raum sein, da müsste ein Leaf Wand drin sein. Ja. Damit, ein Living Wood Wand. Genau, ja. Damit kannst du hier so ein bisschen, wenn du Holz hast, kannst du damit, wie heißt es, kannst du Dingens machen. So, hier, Blätterlaub, mein Gott. Ja. Ey, wo ist eigentlich dein Shadow Orb? Hier. Wo denn? Ich seh den gar nicht. Jetzt merkst du, ich seh den echt nicht. Wo ist er? Hä, hey, der fliegt hinter dir her. Und mir. Echt? Ich seh ihn nicht. Buggy, buggy. Hab ich Zeit verloren? Ja, ich wollte extra ablenken. Lol, das ist der Dungeon. Cool. Ich will da nicht reinlaufen. Du stirbst instant. Nicht machen. Nicht rein, ja, wenn du zu tief gehst, dann lernst du Skeletron kennen. Viel Spaß. Skeletron. Das ist ein Boss? Nein, das ist ein guter Freund. Ich habe einen Meteorit gefunden. Verdammt. Oh, Alter, der ist auch an der beschissensten Stelle runtergefallen, die geht, Alter. Was macht, wenn ich auf Fluch drücke? Tja, dann wünsche ich dir Glück. Nein, was passiert denn da? Dann kommt ein Boss. Okay. Echt? Skeletron kommt dann.
Und ich glaube, den wollen wir noch nicht kennenlernen. Weil wenn du den kill, wenn du den beschwörst, der dich tötet, dann kommt er zu mir. Und der ist ziemlich aufpassend, Sven. Hier, das ist echt kein Spaß, hier abzubauen. Du hast auch die beschissenste Zeit ausgesucht. Jetzt verteidige du mich. Ich baue auch ab. Sieht man. Ja, ich muss die erstmal hier clearen. Warum musste ich eben Wache spielen, hä? Weil du nicht abbauen konntest. Ja, warum? Weil du mir keine Spitzhacken... Du wolltest keine. Das ist nicht meine Schuld. Deine Schuld, das weißt du. Boah, ey, mit dem Jojo wird das aber hier ganz schön locker, ey. Find ich scheiße. Och. Hallo. Hallo. Da kommt was. Ah! Tot. Eigentlich gut mit dem Sand, weil der fliegt nach unten. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Ah. Deswegen hat man immer so eine Schutzplattform quasi. Außer man wird weggestoßen von Sand. Dann ist es ein bisschen kacke. Junge! Ein bisschen treu. Du stehst drauf! Sven an ihr, Bitches. Hoppla. Deswegen ist diese Stelle so kacke. Hier geht doch voll klar. Nein, wegen dem Sand. Das ist so scheiße. Weil er immer runterkommt. Und dann kriegst du immer Damage von. Dann kommen noch dazu diese Kack-Dinger hier, ey. Das ist gar nicht gut. Oh, hoppla. Abbauen. Ich würde sagen, nachdem wir diesen Meteor haben, mache ich mir erstmal ein geiles Laserschwert. Ich glaube, dann bin ich raus. Du kriegst aber keins. Du hast schon ein scheiß Jojo. Das ist auch ein Jojo. Das ist Quatsch. Das ist kein Jojo. Das ist ein Spezial-Item vom World of Eater. Jetzt fuck mich nicht ab, Mann. So. Sven halluziniert schon wieder, Alter. Ich hab auch ein Jojo. Ach, ey. Immer das gleiche mit dem Typen. Kann sich nie entscheiden. Der gönnt einfach einem gar nichts. So ist unser. So ist der Sven nun mal, ja. Der ist kein Gönner. Das solltet ihr einfach mal wissen. Also, wenn ihr irgendwann mal mit Sven spielt zusammen, ne, ihr müsst wissen, Der tötet euch hinterrücks einfach mal so. Einfach weil er Bock hat. Bist nach der Terraria-Aufnahme komplett off? Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ich hab Schiss das Ganze, dass ich keinen Speicher mehr gleich hab, ne? Das ist so kacke. Mit diesem. Ich hätte Bock auf Bad Wars 1 gegen 1. Ach, da seht ihr schon wieder, ne? Der Sven will irgendwas und zwingt die Leute dazu. So ein Wichser. Nein. Also, das hat man deutlich an deiner Stimmlage gehört, dass du mich gezwungen hast. Da stimmen mir die Leute zu. Ja, Leute, ihr müsst wissen, wenn Sven mich manchmal besucht, ne? Dann wird er auch ganz schön aggressiv und holt einfach mal. Besuche ich dich denn mal? Ja, also, wenn er mich mal besucht, ne? Dann boxt er immer auf mich ein. Einfach so, ohne Grund, weißt du, der warnt mich ja nicht mal vor. Der schlägt mich sofort K.O. Ich mach die Tür auf, bam. Ich bin K.O. Der Typ kennt keine Grenzen, Alter. Der ist hart, Alter. Oh Gott. Ich sag mal nix. Sag ich ja, siehst du? Und jetzt macht er mich gleich verantwortlich dafür. Da kann ich irgendwas craften? Ich habe keine Wormhole Potion. Ja, komm jetzt, Mann, wenn du schon mit abgebaut hast, dann kannst du auch richtig schön abbauen direkt. Ich lauf jetzt nicht nochmal, tut mir leid. Alles klar, fauler Sack. Aua! Scheiß Dinger. Aua! Wo kann ich denn die. Ach da, Meteoriten bauen. Yeah!
Facegun, Meteor Hammer Axt. Die ist kacke. Kann ich noch scheiß Laserschwert basteln? Ach, wie geht das wohl? Fällt's heraus. Ich hab's dir doch schon erzählt, Mann. Ach ja. Oh. War ich blau, rot oder grün? Wie viel braucht man denn dafür, sag mal? 10. 10 Stück, alles war geil. Ich mach mir ein rotes auf jeden Fall. Machst du rot? Ja. Ich bin nicht auf der dunklen Seite. Ja. Ich finde aber schade, dass ich ja meine Iceblade nicht mehr benutzen muss. Kannst du ja benutzen. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll, Mann. Also wenn du rot nimmst, brauchst du die Rubine. Oder entweder grün oder dann nehme ich mir blau, Junge. Ich hab ein blaues. Und es hat keinen Boost. Miau. Eine Sternschnuppe. Oh, noch eine Sternschnuppe. Boah, dieses scheiß Meteor-Dinger, ey. Verpisst euch doch mal. Geht weg. Yes. Bam. 4 Mana Sterne. Läuft, nice gemacht. Hab ich einfach mal so easy Shit gefunden. Ich kann meine Spells jetzt schon spammen. Die Zauber, die sind auch nicht so gut. Erstmal weg. Ich muss halt da oben abbauen, damit die nicht mehr spawnen, die Arschköpfe. Komm, ja. Irgendwann echt meine Kisten sortieren. Oh, das ist echt ein Problem hier in Terraria. Die Sortierung. Und das Inventar ist ein bisschen unübersichtlich, finde ich. War es schon immer eigentlich. Bist du fertig mit dem Dings oder brauchst du noch? Ich brauche noch. Aber ich habe gerade eine Wormhorn-Forschen bekommen. Ja, wenn du willst, kannst du dann kommen. Es ist zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen Hilfe wäre schon schön. Also eher nicht so. Nee, komm, bleib mal da. Ach, toll. Geld! Du hast mein Geld gesnackt, kann das? Könnte sein, ja. Ich hab da leider nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich hab ja nicht alles. Vielleicht, weil das nächste, was ich mir auf jeden Fall mache, ist eine scheiß Piggybank, Alter. LOL, was? Wurden. Wie viel hast du verloren? Ich hatte 18 Gold, jetzt habe ich nur noch 9. 18 Gold, aber ich gebe dir das gleich wieder. LOL, Alter, wie viel Geld verliert man denn bitte? Die Hälfte ungefähr müsste sein. Deswegen sollte man sein Geld in eine Kiste packen oder so. Oh, hoppla. Packst du dein Geld in eine Kiste? Nein. Sollte ich aber mal. Ich mache mir irgendwann eine Piggybank, das ist quasi wie so ein Safe. Und da kannst du, wenn du darauf zugreifst, ist genau wie eine Ender-Chest quasi. Glaube ich jedenfalls, dass es so ist. Ja, wow, jetzt dürfen keine mehr spawnen. Das sind die letzten Mongos. Hallo, guck doch mal in die andere Richtung. Da. Ich guck doch, achso. Was hat er gesagt? Ah. Na, den hab ich bekommen, Bitch. Läuft bei dir. Das Spiel hat begonnen. Oh, das ist ganz schön schlecht, wie ich hier stehe. Ich glaube, ich sollte mich von oben dran bauen. Au!
oben ranbauen ist für Versager. Das ist einfach. Führe mein Laserschwert! Das ist einfach die safere Methode. Weil sonst nämlich das hier passiert. Und du stehst ja gerade ziemlich ungünstig. Geh mal weg da. Ja, geh da weg. Nice. Sagst du so einfach. Du verkriegst. Aha. Ah, nicht abhauen! Du bist so ein Arsch. Selber schuld. Verpiss dich, ne? Ah. Den Rest kannst du ja holen, wenn du willst. Ach! Weil dir das zu tief du, in der Wand. Nee, du willst doch selber die Drecksarbeit machen. Davor muss ich das auch die ganze Zeit machen, also. Ja. Da bist du auch einfach gesagt, ja, da kann ich jetzt rein theoretisch gehen. Hab ich gesagt, ja, kannst du. Und dann bist du einfach gegangen. Ja, was hätte ich denn machen sollen, wenn da keine Gegner ja, kommen? Ja, komm, hau ab. Ja, gleich PvP. Kein Bock. Ja, Pussy. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich will einfach nicht. Doch. Kein Bock, mein Geld doch, zu... Ah, obwohl, doch, können wir machen. Können wir machen. Jetzt packt er so seine komische Cheater-Methode aus. Alter, was für Cheater-Methoden? Ich packe einfach mein Geld in irgendeine Chest und fertig ist. Ja. Oh. Pack ich das jetzt auch in eine Chest? So, kann ich auch. Viel Spaß. Weg. Ich halte dich nicht davon ab. Achso, willst du mich davon abhalten? Oh. Okay. Von wegen, du hast gar keinen Shadow Orb. Der liegt hier drin. Ah, ich hab den weggepackt. Ah! Nein, gerade eben, aber ich hatte ihn eben dabei. Ah! Spaß. Ja. Oh, die soll ich von meiner Chest verpissen! Box die. Würde ich gerne. Hast du noch Dingens? Ein paar irgendwas? Oh, cool, du hast was. Was hast du jetzt genommen? Nix. Hast du noch ein paar, irgendwas für mich? An Edelsteinen, bitte? Tragen wir erst in einem Kampf aus. Kannst du mir nicht ein paar Edelsteine geben? Kannst du mir ein paar Emeralds geben? Das wäre cool. Du hast 12 Stück, bitte. Bitte, Mann. Ich kann dir einen geben. Na, das reicht leider nicht. Dankeschön. Ist klar. Dann machen wir uns eben ein grünes Laserschwert. Yeah. Ich glaub, der keine andere Wahl hat. Du wolltest doch eins. Ich wollte ein rotes eigentlich, aber ich hatte leider keine Rubine. Ja, hättest mich nach Rubinen gefragt. Nein, ist schon okay. Aber komm, ich warte auf der Boss-Plattform auf dich. Ich sag mal, hey. Ich werd dich fertig machen, Mann. Ah, alles klar. Ah, brauchst eigentlich nur mit der Space Gun auf mich drauf zu machen und das war's auch schon mit mir. Das war der Plan. Na siehst du. Warum soll ich das dann machen? Das ist ja eigentlich Selbstmord. Aber gut. Die bessere Rüstung. Ja, pff. Sie meinen, ich habe eine bessere Rüstung. Die machen mich noch schneller. Und ein bisschen mehr Damage. Ne, ich bin gar nicht. Ich mach mein Damage ein bisschen Dingens. Nein, macht sie gar nicht. Oh Gott, ich bin verwirrt. Ja, Moment. Können wir gerne machen. PvP. Ich pack erstmal mein Geld weg. Da schießt er schon. Ich muss aus der Gruppe, ist schon egal. Alles klar, PvP an. Noch nicht. Moment noch. Ich hab voll was vergessen. Scheiße! Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Ich wollte ja so hatte den Mega-Move, Alter. Nein. Das ist eigentlich was ganz Natürliches, was ich brauche, damit ich nicht sofort draufgehe. Alter? Ja. Willst du echt für den Kampf verschwenden? Ich nehme nicht die heftigen, ich nehme nur die niedrigen. So, voll schlau. Die machen so nur 50 oder so.
So, alles klar, ich bin ready. Oh Gott! Alles klar, Jojo, von mir aus. Nimm den Heiltrank! Das heißt, du hast jetzt eine Abklingzeit, ne? Oh! Oh Gott! Heilen! Ja, das ist doch unfair, ey. Unfaire Scheiße hier. Auf die Pussy-Taktik gehen und einfach nur schießen, Mann. Könnte ich auch machen. Würde ich aber nicht. Ich hätte eigentlich mit dem Laserschwert draufgehen müssen. Naja. Okay, aber egal. Damit ist die Aufnahme hier beendet, Leute. Was ist los? Ich schreibe etwas auf deinen Grabstein. Das will ich noch lesen. Warum kann... Warte? Komm her, du! Ich komm da nicht hin, oder was? Natürlich komm ich da hin! Okay, wenn du so sagst! Komm da her! Lol, wo ist mein Schwert hin? Ich hab mein Schwert weggeworfen! Ist doch kacke! So. Werde ich mit deinem eigenen Schwert töten! Komm doch! Verpiss dich! Stirb doch! Jawohl! Boah, nur 15 live, ey, das war ganz schön knapp.